So that's why some researchers, like Dave Snowden, for example, who was also well-known figure in that world, they say it's the science that explains why Agile works. It makes sense. It's a marriage made in heaven. Wenn wir jetzt diese drei automatischen Stufen, First Stage, Second Stage, Third Stage, durchlaufen haben, können wir schon mal mit relativ guter Überzeugung sagen, dass unsere Software eine hohe Qualität hat. Fazit für uns eigentlich zieht, dass Continuous Delivery oder der Einsatz der Aufbau einer solchen Continuous Delivery Pipeline must have für agile Software. Because many people don't think about the soft in software. If you can't predict the future, and if you're in a complex system, you can't predict the future. If you can't have a fail-safe system, you must create a safe-to-fail environment. Diese Selbstorganisation und das Empowerment ist natürlich auch eine Wertschätzung. Eine Wertschätzung der Firma an das Team. Man traut dem Team was zu. Das ganze Team versteht, wie die Architektur sein muss. Sie hat dann nicht Entwickler A programmiert nach links, Entwickler B programmiert nach rechts, sondern das ganze Team hat ein Verständnis. Ja, oder meistens ist es so, dass die Testphase so ist, beim Wasserfallprojekt, und dann passiert das. Ach, funktioniert schon. Joseph Perrin kommt mal so ein bisschen zu überlegen, mal ein bisschen weiterzudenken und das war gut. Löst wieder Impulse aus, über gewisse Dinge nachzudenken, zu reflektieren und Dinge vielleicht mal wieder ein bisschen anders da anzugehen. I like that I actually see Agile working here at the last presentation, which contained a bonus that came from the conference with the pictures and with the whole idea in it. Ich finde, das Wichtigste auf einer Konferenz ist immer so ein bisschen, dass man verschiedene Leute kennenlernt, ein bisschen Denkansätze kriegt, was können wir bei uns machen, was läuft gut, auch mal andere Meinungen hören, und das ist also im Gesamten, finde ich, sehr gut gelungen. Persönlicher Highlight mit Sicherheit zwei Vorträge, der erste und der letzte. Beide Dinge eigentlich, dort beide referentende Dinge auf den Punkt brachten. Appello mal live zu erleben, fand ich sehr toll. Ich habe viel gelesen von ihm vorher. Generell fand ich sehr schön, wie das ein Thema, was häufig doch so trocken rüberkommt, so humoristisch hier dargestellt wurde. Hier ist man sich dann auf so einer Konferenz ist man sich ganz schnell einig. Und dann in der Realität denkt man, man rennt gegen Mauer. Agile Potency was an idea that came out of the Agile Constance breakfast that it happens every 2 months. And the goal really here is to get people together and talk about their experiences with Agile, because the important thing is that we get people to share their experiences, learn about Agile and be interested in collaborating and learning from each other. Ich fand es gigantisch, wie viele Leute das angenommen haben. Es war die erste Veranstaltung, die wir so organisiert haben, und ich hätte nie gedacht, dass da 130 Leute kommen und noch mehr hätten kommen wollen, nicht konnten, weil einfach der Platz nicht gereicht hat. Und dann auch die Speaker, es waren von überall her kamen sie, sie haben sich nicht abgesprochen, aber das Thema hat sich, dieses Collaborate and Communicate, hat sich durch die ganze Veranstaltung gezogen. Ein Speaker hat das Thema vom anderen aufgegriffen und ein Rad hat ins andere gegriffen. Das war sehr faszinierend. Ich bin froh, dass wir schon dieses Jahr mit einer Konferenz, die das erste Mal stattfindet, so viele Sponsoren gefunden haben. Das ist nicht selbstverständlich. Möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den Leuten. Das ist ganz klar, weil die gehen schon ein gewisses Risiko ein. Kommen die Leute, wird es gut angenommen. Und Sponsoren kann man immer gebrauchen. Dann wird der Eintrittspreis günstiger. Das ist kein Thema. Wir wollen da kein Geld damit verdienen. Das ist eine Community-Konferenz. Und wenn wir nächstes Jahr mehr Sponsoren haben, bin ich zufrieden. Das ist kein Thema.